Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und zwar starten wir ein neues Projekt. Und zwar Minecraft Warcraft. Dachte ich mir so, habe ich mir was Schönes ausgedacht. Hab auch schon uns eine Map generiert. Ich denke mal, als erstes wäre es ganz nice, Werkzeuge zu machen. Ich werde mal kurz den Shader rausnehmen. Er sieht zwar wunderschön aus, aber leider tut er jetzt zu viele Ressourcen fressen. Das lasse ich mal lieber sein. Dafür habe ich ja noch ein Texturenpaket drin, was sehr an den. Also, das Texturenpaket ist eigentlich für eine andere Minecraft-Version gedacht. Deswegen funktioniert das manchmal nicht so hundertprozentig, aber. Soll ja so ein Raytracing-Texturenpaket sein. Ich werde natürlich auch noch andere Texturenpakete installieren. Aber ich würde erstmal sagen, wir gucken mal. Lass uns erstmal Holz beschaffen. Zur Information, ich spiele hier auf der Minecraft-Version 1.7.10. Ich weiß, sie ist schon etwas älter, aber da ich hier auch ein paar Mods installiert habe, die leider nur auf der 1.7.10 funktionieren, ging das halt nicht anders. Aber ich denke mal, wir werden hier trotzdem unseren Spaß haben. So, den Baum. Alles klar. Den Baum haben wir jetzt schon mal gefällt. Geil, mein Skin funktioniert nicht. Da muss ich gleich noch mal. Größter Minecraft-Profi der Welt. So. Zion. Ja, ich habe mich. Render Props. New Soldier Skin Force. Das raus. Maximum Corpse Amount. Weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet. Auto-Bald. Sides. Hold. Render Props True. Ich muss das mal kurz durch den Übersetzer jagen. Ich habe zum Glück die App auf dem Handy. Kamera. Okay. Okay, das sollte so passen. So. Das nehmen wir erstmal so. Dann würde ich sagen, gucken wir mal nach einem Village. Aber ich mache schon mal eine. Wieso funktioniert das Skin immer noch nicht? Doch, er funktioniert. Nur Menü nicht. Naja, gut. Da ist eine Höhle, das ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht sollte man doch erstmal die Höhle so ein bisschen ausräubern und dann ein Dorf finden. So haben wir dann wenigstens schon mal ein paar Ressourcen. Das Projekt bedeutet, dass wir jetzt erstmal ein Dorf finden und in der Nähe von dem Dorf vielleicht eine Basis einrichten. Schneller wechseln. So. 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 Ach halt, ich brauche erstmal Stein.
Ich will gleich mal die Sounds leiser machen. Ich merke gerade, die sind viel zu laut. Na gut, das kann man ruhig mal ein bisschen höher setzen. Gesamtlautstärke machen wir mal 60%. Das ist jetzt übernommen. Noch ein Stück leiser, so fertig. Zack. Komischerweise Steiner keine richtige neue Textur, nur der Bruchstein, den man hinterher bekommt. So, machen wir das. Das. Und dann machen wir noch. Achso, nee, dazu habe ich nicht genügend Stein. Das. Schon mal ein Steinschwert, damit wir uns ein wenig verteidigen können. Jetzt bräuchte man natürlich auch noch Fackeln. Ich kann ja schon mal einen Ofen herstellen. Kohle haben wir ja hier draußen zum Glück schon. Das Biom habe ich tatsächlich selber erstellt. Ich habe einfach mal in den Seed einfach mal ein bisschen Blödsinn eingegeben. Also Minus, und dann habe ich einfach auf dem Numpad ein bisschen rumgetappert. Einfach random irgendwas eingegeben. Deswegen wundert euch nicht, wenn die Map vielleicht dann doch ein bisschen deformiert aussieht. Weil ich jetzt natürlich nicht weiß, was der Seed bedeutet, den ich eingegeben habe. Den habe ich auch nirgends so rauskopiert, den habe ich komplett wirklich mit einem Numpad einfach ein bisschen raufgetappert. So. Kohle brauchen wir immerhin auch. Und muss ich jetzt aber noch das hier noch eine davon. Ging ja bei mir relativ schnell kaputt. Ist das überhaupt eine Höhle oder ist das jetzt bloß ein Durchgang? Bloß ein Durchgang. Das ist schlecht. Naja, immerhin können wir noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Farm dabei ein wenig, ein bisschen EP. Es wird auch so sein, dass ich ab und zu in den Game Mode wechsle. Um halt auch Sachen zu spawnen. Sachen, die in der Mod enthalten sind. Kohle haben wir genügend. 27 Stück reichen für den Anfang easy. Aua. Oh, was ist das? Okay, das gehört wohl zum Mod. Ja, da sieht man einer der Mods, die Lucky Block Mod. Die werde ich natürlich auch schön abbauen. Damit können wir unsere Basis immerhin verschönern. Sollen wir das? Ist das Podest weg, oder? Auf der Lucky Block stand? Ach, egal. Finden wir schon noch irgendwo welche. Oh, mich nervt jetzt hier eine Fliege, Alter. Hau ab. Ein bisschen Sand für Glas mitnehmen. Ich weiß, da wäre jetzt eine Schaufel am besten, aber die habe ich jetzt gerade nicht. Ich könnte mir zwar eine craften, aber das ist mir jetzt egal. Ja, das war schon mal sehr gut. Also die Map wird sehr gut geladen, nämlich überhaupt nicht. Ich hoffe natürlich auch, dass wir hier nicht so viele Berge haben. Das könnte mich später nerven. Ich hoffe, dass wir irgendwo ein bisschen Flachland abwischen. Vor allem auch, dass wir mal langsam ein Dorf finden. Was mir bei der 1.7.10 nämlich aufgefallen... Ach, schön, dass alles geladen ist.
aufgefallen ist, dass es schneller dunkel wird. Glaube ich, also fühlt sich immer zumindest so an. Jetzt mal im Vergleich zur 1.15. Oh, das ist schön. Hier könnte man bestimmt irgendwo ein Dorf finden. Wäre so schön, wenn er hier alles noch nachladen würde. Kann man das irgendwie einstellen? Sichtweite 12 Chance. Wenn ich die weiter runtersetze, tut der denn. Obwohl, nee, das macht keinen Sinn. Ich lasse es erstmal so. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie man, aua, die Einstellung weiter verfeinern kann, damit das besser aussieht. So, leider habe ich noch keine Knochen. Ah, ich bin. Ja, obwohl Schafe geben mir eine 1,710, ja gar kein Fleisch. Ich muss unbedingt ein paar Tiere finden. Da ist geruckelt. Brauche ein paar Tiere zum Schlachten. Ein bisschen Farm. Ach komm, da ist ein Huhn. Das sind mehrere Hühner, das ist ganz gut. Da hinten ist ein Schiff oder so. Nee, das ist wieder nur ein Bug. So, jetzt haben wir wenigstens genügend zu essen. Ich weiß, ich könnte jetzt die Hühner mit den Seeds mitnehmen, aber das würde mir jetzt zu lange dauern, gerade da es jetzt auch langsam dunkel wird. Ich werde schon. Ich. Sieh schon, komm, Alter, ich muss mir so eine Erdhöhle buddeln, worin ich denn übernachte, Alter. Ich denke mal, hier bleiben wir erstmal. Eisen wäre auch nicht schlecht. Ich hätte die Schafe vorhin killen sollen. Hätte ich jetzt wenigstens ein Bett. So. So. Das seht ihr wahrscheinlich in der Aufnahme mal wieder gar nichts. Dafür möchte ich mich schon mal entschuldigen, aber das geht jetzt leider gerade nicht anders. So, aber ich denke mal, wir haben jetzt gleich Licht, den ich mir das Essen mache. Wir sind jetzt schon bei knapp 14 Minuten Aufnahme. Wie bin ich gerade von den Anfang ein bisschen enttäuscht? Ich glaube, ich mache doch noch ein bisschen länger. Zeit habe ich ja noch genügend. Die AirTextur, die gefällt mir echt gut. So. Ja, mal kurz in den Game Mode gehen. Game Mode 1. Zwar, wie ihr seht, habe ich hier schon einen Haufen Zeugs. Hier auch noch mal. Ich hätte gerne etwas, womit wir ein bisschen schneller vorankommen. Das darf halt auch nicht zu schnell sein, da er nun jetzt nicht so schnell alles laden tut.
Guck mal, so ein kleiner Helikopter. Nehmen wir so. Braucht man für den Helikopter irgendwas? Wahrscheinlich, oder? Wie Treibstoff oder so? Fuel. Nehmen wir mal so einen Kanister mit. Ich habe natürlich keine Ahnung von den Crafting-Rezepten von den Teilen, deswegen werde ich mir die meisten cheaten. So. Ist natürlich hier alles dunkel. Ich habe jetzt nichts mehr, weil ich braten kann. Außer Holz, aber es würde keinen Sinn machen. Ich habe ja Kohle. Ach, ich bin aber auch doof. Gucke mal. Ich kann doch jetzt einfach das. Das machen. Dann nehmen wir nämlich das. So, kurz mal im Inventar hier so ein bisschen sortieren. Der Scheiß ist schon aufgebraucht. Dann nehmen wir das noch dazu. Das dahin, das dahin. Die Dinger brauchen wir gleich. Oh, ich würde es trotzdem erstmal hier reinpacken. 24 Erde zum Buddeln. Genau. So, jetzt wieder hell. Es ist dunkel in Minecraft. Eine Uhr wäre jetzt Gold wert. Die werde ich mir jetzt natürlich nicht cheaten. Okay, die Hälfte der Zeit ist rum. So. Jetzt natürlich noch mal kurz gucken. Steht immer noch auf normal, es wurde aber komischerweise nichts gespawnt. Was kann ich jetzt noch Sinnvolles machen? Meinte ich schon ein Steinschwert, aber ist ja noch voll okay. Ich hoffe, dass der Helikopter uns hilft, schnell eine Basis zu finden. Ich meine, Quatsch, Basis, Alter. Ein Dorf. Warum unbedingt ein Dorf? Naja, ganz einfach, weil man es plündern kann. Da vielleicht noch ein bisschen Eisen oder so rausholen. Vielleicht auch ganz andere Sachen wie Rüstung oder Waffen oder so. Oh, ich bin schon bei 18 Minuten Aufnahme. Mein Gott. Ich glaube, ich lasse es offen, mach dicht, wenn Feind kommt. Ich könnte das hier dicht machen und dann trotzdem rausgucken. Das greift ja nichts an. Ich kann dann hier einfach einen Block hinmachen. Am liebsten würde ich jetzt Zeitraffer reinmachen, aber da ich nun mal kein Cutter bin, der sowas nicht, der sowas kann. Ich habe tatsächlich mal versucht, ein Video zu schneiden, hab's dann auch mit einem gewissen Programm geschafft. Das Video konnte ich dann aber nicht hochladen, weil es nicht erkannt hat. Oder ich weiß gar nicht, hätte ich es hochladen können? Zumindest ich konnte es auf Windows nicht abspielen, weil es eine HTML-Datei oder so dann war hinterher nach dem Schnitt. Ja, ich denke mal, das Warten ist ziemlich langweilig. Mach ich's? Ja, komm, für den Anfang. Einmal. Für den Anfang kann man es ja mal machen. So. Weil ich denke mal, das ganze Zeit hier in der Höhle zu sitzen, das macht jetzt auch keinen Sinn. Das wird die Folge nur unnötig in die Länge gezogen. Mal noch alles dicht hier.
So. Oh, ein Ei, das ist gut. Haben wir auch noch Hühner, das können wir auch gut gebrauchen. Absoluter Minecraft-Profi, Alter. Ich bin wie Trimax, Alter. Ich try harde rein, Alter. So. Wo selbst Trimax ist wahrscheinlich in Minecraft besser als ich. Naja, egal. Ich weiß natürlich nicht, von wo wir gekommen sind. Lucky Block mir mal wieder nicht. Da kommen nämlich manchmal richtiger OP-Scheiß raus. Manchmal so richtig krasse Schwerter. Komm her. Wir könnten ja mal den Helikopter ausprobieren, dazu bräuchte ich aber eine freie Startbahn. Die haben wir hier aber nicht. Ich könnte ihn rein theoretisch auf den Baum stellen, aber das wäre ein bisschen doof. Oder wird der Chunk mal wieder sehr gut geladen? Hier könnte ich starten. Ich glaube, das ist nicht so großer Helikopter, dann müsste hier normalerweise. Hier ist sogar noch besser. Ah, der ist jetzt im Baum drinne. Brauche ich wahrscheinlich Air Key. Genau, Fuel. Mit Options. Sagt mir jetzt aber alles nichts. Oh, diese Fliege, Mensch. Ah, cool. So, jetzt hoch. Wow. Das ist cool. Mit Leertaste kann ich hovern, also schweben. Nice. Bloß der Chunk wird nicht weitergeladen. Also eigentlich müsste irgendwo ja ein Dorf sein, weil ich habe es ja so eingestellt, dass auch Dörfer generiert werden. Ich habe ja extra alles überprüft. Wie lange hält eigentlich so eine Tankfüllung? Da unten ist eine Tankanzeige, okay. Naja, ich werde es ja spätestens merken, wenn ich abstürze. Hier ist so ein schöner großer See. Da ist auch nichts. Müsste natürlich jetzt irgendwo Flachland finden. Oder irgendwo, wo kein Wald ist. Ich war natürlich so doof und habe große Biome eingestellt. Ich muss erstmal eine Zwischenbasis finden. Es tut mir leid für das Spiel, Ruckeln, aber ihr seht ja, lädt halt die Chancen nicht richtig nach. Ich hilft es ja, wenn ich ein bisschen niedriger fliege. Was sind Schafe?
kann ich hier raus? So. Nehme ich jetzt hier Rotorblätter? Nein. Kann ich mir nicht wenigstens nachher ein Bett bauen? Komm, ein Schaf noch. So, jetzt muss ich dann natürlich noch hochkommen. Ich habe da hier einen Haufen. Hier noch Erde gehabt, dann nimm mal den Stein, den kriegen wir sowieso schnell wieder. Ist aber blöd, weil wir dann einfach so einen Steinturm irgendwo rumzustehen haben, aber naja. Das ist ja nun das kleinste Problem. Jetzt haben wir immerhin genug Wolle für ein Bett. Ja, es war ein Fehler, große Biome einzustellen. Das ist auf jeden Fall jetzt nicht ganz so klug gewesen. Das ist ja schon ziemlich krass, Alter. Wie viel Minecraft in Hubschrauber. Jetzt haben wir hier wieder einen See. Eigentlich Optimalbedingungen für ein Dorf. Jawohl. Eigentlich ist es ja egal, weil. Und das ist gut, das ist ein Wüstenbiom, dann ist perfekt. Weil bei einem Wüstenbiom gibt es auch Dörfer. Ja, es ist ein Wüstenbiom. Oh, ich freue mich. Müssen wir ja ein Dorf finden. Es wird dann halt ein Wüstendorf, aber ist ja egal. Hauptsache ein Dorf. In ihrer Nähe wie einfach eine Basis bauen. Dann haben wir eben halt eine Wüstenmasse. Oh, das ist ein geiler Tempel. Ein Stückchen. Oh, Ruckla. Stecke ich hier in der Festung. Das ist jetzt natürlich nicht so geil. Aber man muss auch ehrlich sagen, damit zu landen ist jetzt auch nicht gerade so geil. Aber durch das Hobern konnten wir den ganz gut stabilisieren. Ich will aber näher ran. Was ist das normal, dass ein Kaktus so hoch wird? In Minecraft. Können wir ja schon mal abbauen. So, jetzt natürlich absolute Vorsicht gefragt. Okay, nur in der Mitte kann man landen. Ich sehe schon. Oh ne, in der Mitte ist der. Okay. So, da haben wir schon mal Diamanten und Gold. Das nehme ich auch gleich mal mit. Boah, Eisen, geil. Noch mehr Gold. Zwei Emeralds. Sattel. Komm, wir brauchen das Zombiefleisch nicht. Das ist für uns so irrelevant. Können wir noch die Knochen mitnehmen. Guck mal, jetzt haben wir ja noch mehr Platz. Geiles Zauberbuch. Noch mehr Emeralds. Das noch. Ach, man kann die nicht. Kann ich irgendwas doppelt oder kann ich irgendwas wegschmeißen? Ich denke mal, ich brauche jetzt nicht die ganzen Blumen. Tun wir mal die
Blumen rausschmeißen. Da ist nichts mehr drin. Hochkommen. Oh, ich würde gerne noch das TNT da unten abbauen. Gibt es solche Wüstentempel eigentlich noch in den neueren Minecraft-Versionen? Weil ich hatte nie welche. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich nie Wüste gespielt habe. Großartig. Die Holzspitzhacke brauche ich nicht. Ich weiß, jetzt werdet ihr wahrscheinlich alle sagen, ja, schmeißt doch lieber die Blumen weg. Ich bin nun mal jemand, der schmeißt komischerweise meistens Sachen weg, die man hinterher tatsächlich sogar noch gebrauchen hätte können. Komm, die roten Toten brauchen wir jetzt nicht. Tun wir uns mal. So. So, ich denke mal, hier wird nichts mehr sein. Nein. Auch nicht. Ah ja, das Bett können wir uns ja noch schnell machen. Wird halt eine Übernachtung im Wüstentempel. So. Hau ab. So, dann möchte ich mich schon mal, da die Folge ja, denke ich mal, schon lang genug ist. Kann man irgendwie einen Screenshot machen? Ja. Möchte ich mich schon mal herzlich bedanken dafür, dass ihr zugesehen habt. Das ist jetzt die erste Folge Minecraft Warcraft. Da hinten steht ein Creeper. Gebt mir gerne Feedback. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, zur nächsten Folge wieder. Zu Minecraft Überleben wird es noch ein paar Folgen geben, aber die sind jetzt in der nächsten Zeit nicht eingeplant. Momentan möchte ich mich jetzt auf dieses Projekt erstmal konzentrieren und auf World of Warships. Und ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Lasst gern ein Like da. Klickt gern auf Abonnieren und drückt auch die Glocke, damit ihr keiner meiner Videos mehr verpasst. Bei Tipps und Tricks schreibt gerne was in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, habe ich ja gerade erzählt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt, wenn es möglich ist, zu Hause. Stay home. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao.